Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Firewatch. Wir stehen hier noch auf der Klippe und müssen jetzt hier rüber in das Camp und hoffen sehr, dass wir hier irgendwas finden. Mit dem wir wieder zurückkommen. Ich glaube, dass wir so einer dieser Bäume fällen können. Also zum Baum hier eine Axt, die wir nicht haben. Das meldet er auch gar nicht, gell? Tomahawk. Totenpfahl. Okay. Schauen wir mal, wo war die Brücke? Hier. Okay. Das heißt, wir kommen hier rein. Dieses komische Camp. Oh, das ist aber komplett zerstört. Es verbrannt hier alles. Da ist kein Mensch. You ever talked to any of the scouts? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens. Unless it's Brian Goodwin. Well, if forced, I mean, I can make conversation with anyone. Plus, it was sort of fun to hear about all of his nerdy hobbies. I mean, he wasn't a scout or a weeble or whatever? The sense that boy could barely tie his shoes, let alone a clove hitch. What the hell's a clove hitch? Well, it's a knot that you are probably too old and too stubborn to learn. You use it to make rafts and shelters and stuff like that. Huh. You know how to tie one? Heck no, I'd make a weeblow do it. I guess these little shelters are where they keep the weeblows. For the past 35 years, yeah. Oh. There are bear traps out here in the scout shelters. Scouts are stalwart prey. That's messed up. Oh, was ist das denn? Ach, das ist diese Vermisstenmeldung. Genau, die haben wir ja schon gesehen. Die war in einer dieser Boxen drin, ne? Wir sollten vielleicht versuchen, nicht reinzutreten. Ich hoffe, dass sonst keine irgendwo hier rumliegen. Irgendwo so im tiefen Gras. Okay, es ist schon sehr verlassen. Okay, dann gehen wir mal dahinter, oder? Yeah, these guys are gone. I found where they were sitting around before getting picked up. Da liegt ein Zettel. Da ist eine Axt. Ha, ich wusste doch. I found an axe. If one of the crew left it, that thing is actually called a Pulaski. It looks like an axe to me. This thing will be a huge help. For both getting through the backcountry and getting through that fence. Genau. So, wie kann ich denn die Axt jetzt rausholen, nachdem wir ja nicht in das Inventar schauen können? Aber vielleicht macht er das automatisch. Ah ja, siehst du? Hey Dee, they left something behind. It's like a memo from their boss. Say anything of note? Next few days, dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. Wapiti Station? Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, you know, stop there, let the mystery percolate. I always said I would need someone to give me a taste of my own medicine.
They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that we don't know about? What are they researching? Uns, mich, Schuppen, Echsen. I mean, you and I aren't very interesting. Us. They're researching us. You think they're studying you and me? I do, yeah. I mean, maybe it's about studying two strangers who talk every day. Like, if you put someone in isolation with someone else, what they do? Yeah, that's what I think. Well, fuck that. Agreed. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but... God, if you saw what you said you did... Fuck, Henry. Yeah, I saw it. Okay. So what's next? Well, I've got an axe, so I can figure out a way to get over the ravine and back towards the site. Sounds good. Check in when you can, and keep an eye out for anyone following you. Okay, Gruppenführer Grant Carson, Einsatzgruppe Flächenbrandbekämpfung Wyoming, Patrick Ranger District. Okay, Betreff Dr. Siemens, Wapiti Station, Region Therefore. Genau, Gruppenführer Boss Carson. In den kommenden Tagen werden Sie und Ihr Team in der Region Therefore in Shoshone States Forest eingesetzt, um südlich der Ruby River einen Feuerschneise zu schlagen. Ich schreibe Ihnen im Auftrag von Dr. Ben Simmons, Wapiti Station. Er wandelt sich wegen der möglichen Bedrohung seiner Forschungseinrichtung durch einen Flächenbrand an den Oberbranddirektor. Mhm. Okay, also der hat sich gesagt, bitte macht da was. Bei Ihrer Rückkehr wird ein Mitarbeiter seines Büros Sie bezüglich einer Gefährdungsbeurteilung für die Region kontaktieren. Ich habe Ihnen bereits mitgeteilt, dass kein Grund zur Sorge besteht und die Feuerschneise Ihres Teams eine äußerst wirkungsvolle vorbeugende Maßnahme zum Schutz Ihrer Einrichtung sind. Zumal sie mehrere Kilometer entfernt ist. Ich schätze, es geht dabei mehr um Versicherungsfragen. Ich danke Ihnen wie immer für Ihre Dienste. Branddirektor. Keine Flagge am Flaggenmast. Eine Forschungseinrichtung. Was hat das alles mit dem ganzen Zeug hier zu tun? So, jetzt können wir gleich mal schauen. Wie gut wir unsere Axt einsetzen können, wollte ich sagen. Offensichtlich sehr gut. Und da werden wir jetzt auch gleich diesen Baum fällen. Auf geht's. Wunderbar. Dann können wir auch auf diesen... Das hätten wir da drüben auch machen können hier, ne? Bei dem hier. Ich frage mich gerade, müssen wir dahinter noch hin? Hier? Liegt da was? Ne, ist nur ein Baum. Okay. Na, mal schauen. Können wir dahinter gehen? Geht das? Da haben wir den Baum gefällt, den einen, der ist schon gefällt, da unten noch nicht. Okay, wir müssen den Weg zurück, es gibt keinen anderen. Aber wir sind ja hier. Cache 308. Haben wir den gesehen, Leute? Wir können hier den Weg hier gehen, hier durch. Zu einem Kreis, das geht ja. Da kommen wir ja durch. Haben wir gesehen. Are you there? I had a thought. Let's hear it. You heard someone in the bushes. Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are, at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not.
All right. So, tell me what you think of this. Da war jemand. Did you just cough? No. Did you just cough? No. Oh, fuck. Oh, fuck. There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. Well, what about when I heard you talking to someone else? I just left your line open. That's not what this is. Get in your tower, shut the door. Don't leave, and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Oh, verdammt! Tag 77. Verdammt nochmal, ich wollte jetzt da den Baum fällen und auf dieses Ding gehen, da hinten am See. Jetzt, wo wir die Axt haben. Verdammte Axt. Bis wir uns einsperren und warten. Tag 77. Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the 50th time today. The Flapjack fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? Mich hier rausholen kannst du. Warum bist du so munter? Meinst du... Genau. Meinst du das ernst? I didn't sleep a wink last night, and I've been going crazy for the past 6 hours of sunup. How are you so chipper? Well, it's a new day. What a day, this day we've been given. Maybe I am actually asleep right now. Maybe I didn't stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Let me look at it and I'll tell you. No. You don't need to tell me, just, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Which tree am I supposed to internalize again? Top row, second from the left. Head to a place named after that tree, and you'll have a wonderful afternoon. Sie, denke ich, also meine ich mal, verhält sich jetzt so komisch, weil wir abgehört werden und versucht jetzt uns hier was mitzuteilen, dass wir uns da vielleicht treffen oder dort was ist. Leute. Welchen Baum war das? Erste oder zweite Reihe? Gott, ich war so unaufmerksam. Zweite von links. Aderbusch oder der hier? Cottonwood oder Alderschrub? Ich überlege gerade, ob ich so einen Baum irgendwo gesehen habe. Das Ding schaut so aus, wie da, wo der Ski angelehnt war. Der große hier oben. Whoa, the
Flapjack fire isn't going anywhere, huh? No, that's why those guys came out to burn that line. It's at the stage where all we can do is pay attention to it. They're not gonna try to put it out? Not yet, apparently. Schau mal, hat er vielleicht irgendwas auf der Karte markiert? Hier ist dieser Baum. Das ist der einzige Baum, den er hier eingezeichnet hat. Ich wollte jetzt hier hingehen. Da. Den Baum, den wir fällen können. Da können wir auch einen Baum fällen. Hier, ganz bei uns in der Nähe. Haben wir dieses Cache 308 genommen, Leute? Mein Gott. Sieh dir das Pflanzenposter an. Willst du mich veräppeln? Das haben wir doch schon gemacht. Jetzt muss ich wieder zurück. Ja, müssen wir zurück. Das Pflanzenposter ist ja... Sieh dir das Pflanzen... Ich werde wahnsinnig. Wir müssen wieder zurück, Leute. Bringt nichts. Wir müssen das Pflanzenposter nochmal angaffen. Und das ist im Turm. Da renne ich doch gleich gegen den Busch. Ich glaube, wir laufen falsch. Wir laufen falsch. Wir laufen im Kreis. Okay. Jetzt finde ich nicht mehr unseren Turm. Jetzt bin ich schon zwei Monate hier und finde nicht mehr zurück zu unserem Turm. Ist das traurig. Mann, ist das traurig. Okay, wir müssen wieder rauf. Wir müssen das Poster anschauen. Sonst passiert hier gar nichts. Gott, ja, komm. Geh rein, guck nochmal das Poster an. Aha. Amerikanische Pappe. Oh, yeah, okay. Maybe I should go for a hike. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. Amerikanische Pappe. Okay, das hat er doch jetzt mit Sicherheit markiert.
Oder auch nicht. Amerikanische Pappe. Ich sehe keine Markierung. Ich werde wahnsinnig. Begib dich nach Cottonwood Creek. Nach Cottonwood Creek. Cottonwood Creek. Also ist das schon der Baum. Siehst du, lag ich schon richtig hier mit dem zweiten hier. Cottonwood. Cottonwood Creek. Das ist der Baum mit der. Mit dem Ski. Das ist der Baum mit dem Ski. Den wir schon gefunden haben. Was ist denn schneller? Ist eigentlich egal, ne? Ob wir jetzt hier rüberlaufen zu einem Steinkreis und dann hier durchgehen, aber dann kommen wir an dem Ding vorbei. Das machen wir, glaube ich, das ist besser. Wir gehen so rum, dann können wir gucken, ob wir diese eine blöde Box schon aufgemacht haben. Und nicht mehr wissen. So, nach Süden. Da waren wir schon richtig. Das ist zu weit nach Süden. Jetzt müssen wir nach Westen. Ab in den Westen. Okay, jetzt gehen wir doch nicht so, wie wir gehen wollten. Treffen wir jetzt sie dort? Oder warum schickt sie uns dahin? Glaube ich aber nicht. So, hier muss doch auch dann diese Box sein. So, das machen wir gleich. Hier müsste doch diese Box sein, Leute. Da, die habe ich schon. Haben wir die vorher übersehen? Ja, die haben wir echt übersehen, als wir hier rumgelaufen sind. There's a cash box here. Yes, there is, but I changed the code and left you something in it. Really? It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush.
Nein, natürlich nicht. Was ist denn so schmutzig? Ein Funkgerät, ein anderes. Fehlt der Einband. Echt jetzt? I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger. And hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry. We have to get into that site. Whatever these people are doing is illegal, right? Hmm. We need to find out how they're doing it, why, everything. You understand? Are you okay? I don't know, Henry. People have been listening to us all summer. How is this actually happening? I don't know. I'm scared. Wie steckt dahinter? Was ist mit den anderen Brandwächtern? Are there any other lookouts this is happening to? Someone else in on this? Anyone? This is just happening to us. Everyone else is fine. Are you sure? Yes. I've tried to bring it up to Chimney Rock, Elk's Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need to be relieved. Our fucking state coordinator asked if I was just having lady troubles. So no. This isn't happening to anyone else, and I'm done asking. Hm. Wer steckt dahinter? Spielt das nur in meinem Kopf ab? Ha, ist eine gute Frage, ne? Vielleicht. Am I just making all of this up? I mean, the eavesdropping, the spying, is this... Fuck, are you... Is any of this real? What? Are you serious? Maybe I'm just losing my mind. What? Like Julia. And maybe it's happening to me, and I'm imagining that I have a boss out here and that we're being spied on. Henry. Maybe there was something in the water, or our condo was underneath some power lines, and you, Delilah, you're not real. Henry, think about her. If what happened to her were happening to you, you wouldn't even be able to realize it. Okay. Henry, sweetie, I am real and this is happening. I'm as real as the sky is blue. Take a second and then call me back. I'm on your side. Ja, gut, dass wir nicht gefragt haben, ob sie dahinter steckt, weil ich weiß nicht, das glaube ich, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich wäre nicht so gut angekommen. Melde dich bei Delia. Müssen wir das jetzt gleich machen? Okay, I'm all right. I'm headed towards the site. Good. Keep your head up. Okay. Dann machen wir das, was wir vorher schon mal machen wollten. Eigentlich, wir gehen jetzt dahin. Fällen den einen Baum, um mal darüber zu kommen. Hier kommen wir am Steinkreis raus. Dann schauen wir da kurz drauf, was denn da oben ist, wo wir den Baum gefällt haben, ne? Hey. Gott, was denn jetzt? Thought of something not, not great. What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. Warum? Oh, scheiße. Na und? Warum hast du das getan? Ja, genau. Ich habe doch gesagt, du sollst es melden. What?
Why would you do that? I told you to say the minimum and just keep it vague. I know. And I didn't. I just didn't want to be hassled. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Yep. Fuck, Delilah. Fuck indeed. We really need to get to the bottom of this. Okay. Die zwei Mädels. Heftig, mächtig, würde ich mal sagen, oder? Oh, genau. Es ist schon irgendwie spooky, oder? Ich meine, du hast sie noch nie gesehen. Du hast keine Ahnung, wer sie eigentlich wirklich ist. Dann der Mann mit der Taschenlampe. Die zwei mit Sicherheit nicht mehr lebenden Mädchen. Die komischen Gespräche von ihr. Das ist alles schon ziemlich creepy. Und was jetzt hier passiert, diese Forschungseinrichtung. Ich sage, ich bin nicht guter Dinge, dass sie da nicht mit involviert ist. Was haben wir denn jetzt? Ich glaube, wir sind falsch, Leute. Und wie wir falsch sind. Gott, ich bin so blöd. Ich bin so ein Idiot. Wir rennen komplett falsch. Gut, dass wir hier erst fast jetzt schon fast 3 Monate erst da sind, ne? Na toll. Eieieiei. Also sie ist komisch, definitiv. Flirtet mit einem, verschweigt die Sachen der Polizei, redet dann mit diesen Leuten, mit diesen einen Typen, eventuell ja über uns. Diese ganzen Andeutungen auch. Also sie ist schon irgendwie komisch. So, sind wir gleich da. Und dann fällen wir den Baum und gehen erstmal auf dieses Plateau darüber. Ob es da vielleicht irgendwas Spezielles noch gibt. Schauen wir mal. Nee. Da konnten wir doch hier irgendwo einen Baum fällen. Ah.
Genau, hier. Okay, dann würde ich sagen, fällen wir den Baum, gehen hier rüber, schauen, was da drüben ist und dann gehen wir drüben zum Zaun und gucken mal, ob wir mit der Axt das Schloss zerschlagen können und ob wir in diese Forschungseinrichtung, was auch immer das ist, hineinkommen und dann erfahren oder nicht erfahren und es überleben oder nicht überleben. Wir werden sehen. Also, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und dann und überhaupt und sowieso und deswegen auch. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.